Gibt es eigentlich auch Super CEO Brothers? Auf was für Ideen du kommst, aber es wäre durchaus eine Überlegung wert. Ha, für welchen Spieler entscheide ich mich? Die sehen doch alle gleich beschissen aus. Was geht ab, Elite? Heute bin ich so richtig in einer Hab-Bock-auf-ein-Video-Stimmung. Deswegen entschuldige ich mich gleich mal, falls ich heute ein bisschen aufgedreht bin. Das bist du doch immer. Heute gibt es geile und nicht so geile Kommentare, auf die ich antworten werde. Und ihr könnt euch darauf einen ablachen. Yeah. Somit haben wir die Gegebenheiten dieses Videos schon mal geklärt. Ist eigentlich alles okay bei dir? Mir geht es blendend. Doch wie fandet ihr eigentlich mein letztes Comedy-Video? Meisterwerk, wie man es von CEO erwartet. Ihr erwartet immer Meisterwerke von mir? Wie soll ich diesen Ansprüchen nur gerecht werden? Der Druck ist einfach. Ach, zu groß! Julian Bang? Woher hast du alle diese Ideen? Nehmen Sie Julian Bang und der Schmutz ist weg! Julian Bam und der Schmutz ist weg! Naja, bei Putzmittel ist mir Silip Bang zuerst eingefallen. Und wenn ich Silip Bang parodieren will, dann bietet sich einfach Julian Bam an. Das war ja hochinteressant. Nicht wirklich. Ich habe in die Hose geschissen. Das ist so ein Kommentar, worauf jeder YouTuber gleich reagiert. Ich habe sogar schon mal drüber nachgedacht, ob ich mir immer wieder mal einen Kommentar raussuche und das dann zum verrücktesten Kommentar der Woche küre, aber... Naja, ich glaube, dann würden nur noch ganz komische Kommentare drinstehen, so wie dieses hier. Dildos. Facebook-Time. Da mache ich jetzt ein Video für die Facebook-Community. Hey Leute, wie ihr sehen könnt, nehme ich gerade ein neues Video auf. Und ihr könnt auch locker mit rein. Das ist wirklich kein Problem. Ihr müsst doch folgende Frage richtig beantworten, nämlich... Ja, wie schafft ihr es eigentlich, meine Videos zu schauen, ohne vollkommen am Rad zu drehen? Ja, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich echt mal interessieren. Und lese ich ein paar vor im nächsten Video. Also mit ein bisschen Glück kommt ihr rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder auf YouTube. Ciao! Ich drücke mal auf den beschissenen Daumen nach oben. Solltet ihr alle mal machen, oder? Moment. Like geil, Klick geil, Abo geil. Es scheint, als wäre ich jetzt so ein richtiger YouTuber geworden. Bald hast du schon 20.000 Abonnenten. Ich freue mich schon auf das Special. Auf dem zweiten Kanal habe ich sogar einen kleinen Vorschlag gemacht, was ich als Special machen könnte. Und ja, einfach mal anschauen und gebt mir eure Meinung. Wahrscheinlich finde ich das total beschissen, aber also ich fand die Idee gut. In welchem Bundesland wohnst du? Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Ach, der CEO auf YouTube, das ist so ein richtiger Grippi. So ein Grattler. Das größte Rindviechsorge eigentlich. Mehr verrate ich nicht, denn ich will ja auch ein bisschen Privatsphäre. Du lebst in München, ich auch, voll geil, hä? Verdammt, woher weißt du das? Das hast du im vorletzten Video gesagt. Oh Mann! Mit was würdest du von den Flying Pandas am liebsten beworfen werden? Ich würde sagen, das Passendste wäre ja, wenn man mich mit einem Energy Drink nass machen würde. Nass machen klingt immer so falsch. Kleiner Funfact nebenbei, das Ding ist ein Fangeschenk. Das Video dazu gibt's auf meinem Zweitkanal oder der Link in der Endcard. Und so würde es ungefähr aussehen, wenn ich bei einem Flying Pandas Video mitwirken würde. Ich wette, wenn ich mir die Aufnahmen später anschaue, denke ich mir nur, oh mein Gott, was kann der Kerl für Fressen ziehen? So ein Gesichtskrapfen. Solche Kommentare wie gerade eben lese ich sogar des Öfteren. Zum Beispiel unter dem letzten Video standen auch diese. Es wäre mega cool, wenn du bei Let's Draw von Apecrime dabei bist. Flying Pandas, Apple War, Apecrime, wäre alles mega geil, weil einfach diese Erfahrung mal zu machen, das wäre klasse. Aber ich warte einfach mal ab und schau, was auf mich so zukommt. Natürlich könnt ihr jeden YouTuber auf Social Networks oder YouTube mal fragen, so hey, hast du mal Bock, was mit CEO zu drehen? Aber bitte schaut immer, dass es kein Spam wird, weil wenn es Spammerei wird und so, dann ist es eher der Gegenteileffekt und dann verbaut ihr mir eher mal Möglichkeiten, als dass ihr welche schaffen könnt. Aber solche Aktionen sind einfach klasse, weil ich einfach sehen kann, wie sehr ihr da hinter mir steht. So, genug geschleimt, kommen wir lieber zu... Community vs. CEO. Ihr habt mir Aufgaben zum Thema Service Hotline gestellt und diese hat mir gefallen. Mach eine eigene Service Hotline und beantworte dich selber. Service Hotline, was kann ich denn für Sie tun? Ja, hallo, ich würde gerne den Kanal CEO sperren lassen. Natürlich, kein Problem, kann man machen. Mit welcher Begründung denn? Er erstellt Thumbnails, die neugierig machen. Was? Ja, so ein Arschloch. Es gibt wirklich Zuschauer, die regen sich über Thumbnails auf. Ich meine, solange es nicht immer Titten drauf sind, ist doch alles in Ordnung, oder nicht? So, dann könnt ihr mir weitere Aufgaben stellen mit dem Thema passend zum letzten Comedy-Video. Geld geil. Facebook-Time. So, dann schauen wir doch mal, was die Facebook-Community so geantwortet hat. Wenn das Video hochgeladen wurde. Sören schreibt, bevor ich das Video anklicke, denke ich immer daran, dass es auch normale Menschen gibt. Ich bin auch normal. Felix schreibt, ich schlage mir alle 3 Sekunden an den Kopf. Das habe ich mir schon gedacht. Und Emin schreibt, ich lutsche immer an einer Banane, denn das lenkt dann von den negativen Seiten des Videos ab. Und wer ist Abonnent der Woche? Abonnent der Woche ist Anonymer Overlord. Gratulation, bist ja auch schon wirklich ewig dabei. So, dann gibt's nur noch eine Überraschung nach der Endcard. Yeah! So, willkommen in der Endcard. Kennt ihr auf seine blöde Fresse, dann kommt ihr weitere Folgen von Talking Comments. Ansonsten geht es weiter mit dem letzten Comedy-Video, auch richtig geil darunter mit einem Review von dem ersten Fanpost, den CEO bekommen hat.
Unglaublich, wer schickt mir so eine Scheiße? Und darunter der Gaming-Kanal. Ja, kann man mal angucken. Ich weiß ja nicht. Lasst eine Bewertung da und einen Kommentar für die nächste Folge. Und dann sehen wir uns schon am Samstag wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao. Sauf endlich aus, du Pisser. Los Leute, kauft Julian Bang, denn der bangt euch den Schmutz weg.